Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier vom Arsch. Version 2.5. Tja, jetzt fahre ich zu Feld Nr. 24 oder 25 her und lasse da mal fix düngen. Ja, Kalk wird eigentlich auf Feld Nr. 19 und Feld Nr. 36 mit automatisch abholen. Mal gucken, ob es auch klappt. Der eine ist fertig mit der Chip Tuning. Muss mal gucken, was das für einer ist. Kontrolle machen. Tja. Wenn wir jetzt alles durch haben, dann können wir das nächste Mal die Tiere füttern. Dann haben wir unsere Problemfelder erledigt, also Hopfen. Weil da brauche ich die volle Ernte. Und bei Gras ist es auch nicht ganz so dramatisch. Klar, jeder Verlust ist nicht schön, aber der Gärreste, das ist auch so eine Aktion für sich. Da muss ich auch noch was automatisch machen. Müsste auch funktionieren normalerweise. So, wir sehen aktuell alles rot. TikTok. So, Kursgenerierung. Das gibt natürlich keine gute Ernte, wenn wir hier zu wenig haben. Dann schauen wir mal, ne? Ach, der andere hier, das ist ja, ach, ihr freut Bescheid. Das ist ja hier von Das ist ja der andere Fahrzeug hier mit der Gülle, mit der Gärreste. Ja, das geht gerade so. Der ist fertig. Was ich machen kann, ist hier, ich werde den mal auf Feld Nr. 50 fahren. Und dort habe ich ja die Aussaat gemacht mit Gras. Was da noch fehlt, logischerweise, ist Kalk. Das heißt, ich werde da mal hindüsen. Oder mache ich erstmal hier das Feld nebenbei? Die Wiese. Da muss auch noch Dünger raus. Hier sagt man so, ne? Da, ne? Das zeigt mal so ein Monitor, ne? Ich hätte ja nicht sehen. Oder nicht sehen, wo es hingeht. Wo ich hinzeige. Ja, Feld 50 ist weit weg. Aber da werde ich hinfahren. Ist egal. Tank noch voll. Tank ist noch voll. Da können wir gleich mal diesen Modus. Letzte Folge. Das Blöde ist. Ja, die Kurs habe ich ja gespeichert, also abgesehen davon, ne? Ja, dann muss ich den Kurs kalken, welche speichern. Habe ich einen Modus ja mir festgelegt, kalken. Das Feld dazu und die Arbeitsbreite. Wo ich meistens 18 Meter sowieso nur habe. Bei kalken geht ja nicht mehr, glaube ich. Die Produktion muss ich beliefern, das muss ich alles. Naja, wenn die Gärreste nicht bald klappt, das ist zu wenig. Das ist, hätte ich mal gucken müssen, was anderen Wege habe, dass der Gärreste drin ist. Gülle müsste ich nicht viele haben. Mal probieren, Gülle, ne? Ja, das ist. Ich habe ja für Raps ja 4 Tage Zeit. Und von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Eigentlich 3 Geräte oder 4 und schon hast du das Ding in einem Tag erledigt. Ne? Also, oh, da holt er uns her. Unser Kumpel, der holt sich Kalk ab. Denn je mehr Felder wir jetzt haben, umso mehr müssen wir da ein bisschen organisieren, dass es klappt. Ne? Selbstständig man nicht jetzt, ne? Hofladen, das ist auch noch so ein Thema, ne? Aber Hofladen muss ich was haben zum Anbieten, ne? Also da habe ich aktuell nichts, also keine Gewächshäuser, nichts dergleichen. Muss ich mal außerhalb der Erntezeit und der Aussaatzeit, ja, Getreide kommt ja später rein. Muss mal schauen, wann.
Aufpunkt erreicht, was soll heißt, fährt er nicht weiter? Sehr schlecht. Naja, gut, kümmern wir uns nächstes Mal drum, ne? Ja, das Anruffeld habe ich auch noch da, da muss man auch noch mal kalten. Und wichtiger wie Gras, ne? Dann dumm ist in der Nähe. Das lässt sich nicht verfehlen, das ist genau gegenüber. Schön gelb. Aber er fährt weiter und sonstiges, okay. Also was brauchen wir da? Wir brauchen Kalkwerk. Düngerwerk reicht nicht aus. Der erste Punkt erreicht und entsprechend gefüllt. Gut, hätte man mein Geld aussehen können, ne? Also morgen, also spätestens, ja, morgen wird auch nicht. Morgen kalken. Den Rest düngen und die Aussaat geht dann auch los, ne? Geht den verkaufen, ne? So. Das Grasfeld ist links. Aber ich denke mal zuerst noch unser Sonnenblumenfeld. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist nicht verfehlen, das ist dicht daneben. Also Grund auf der rechten Seite. Wo schön gelb ist. Ah, das kann man ja schon sehen. Müssen wir mal gucken, wo die Feldzufahrt ist. Da ist es doch schon. Dann mal gucken, wo Holger die Feldzufahrt gemacht hat. Also die. Warte, hier ist die Ausfahrt. Wo ist die Zufahrt? Denn da muss ich meinen Kurs programmieren anfangen. Sonst ist es auf Dauer ungünstig, ne? Weil er dann sonst mal Gegensatz kommt, da hat der KI-Bauer nicht gut ausgepflanzt. Dürre schön. So, mal gucken, wo es ist. Wo die andere Einfahrt ist, das ist die Ausfahrt. Wenn mehrere Fahrzeuge unterwegs sind, ist es ganz gut, wenn sich nicht entgegenkommen. Ne? Also hier ein dickes Dankeschön an Holger, dass er diese Kursplay, die Outlife-Kurs eingefahren hat. Und hier ist die Feld auch Abfahrt. Da müsste drüben die Auffahrt sein. Das ist so eine Abfahrt, das ist wichtig für Abfahrer, wenn man die Ernte da losgeht. Ne? Dass die Abfahrer sich nicht blockieren mit den Zufahrer. Ah, das muss da oben irgendwo sein, ne? Müsste. Na, hier ist irgendwas. Hier ist auch eine Abfahrt. Oder hier Auffahrt gemacht. Viele Abfahrten, aber keine Zufahrt. Oder ich habe das Pech wieder, dass ich an dem Punkt, wo ich rauffahren kann. Hier ist der Punkt, wo er rauffährt. Okay. Dann können wir hier mal gleich mal programmieren. Im Grunde wird nicht tragisch, aber wie gesagt, später ist es vielleicht ganz gut, wenn wir am selben Punkt sind. Kursgenerierung für Feld 49, 2. Das ist jetzt Kalk. Generieren Kurs. Zurück. Den Kurs speichern wir mal ab. Und der Kalken. Feld 49 18 Meter speichern. Dann gehen wir einen Kurs zu und zwar
Wir laden Kalk. Dann gehen wir hier auf Ladegut. Das ist aber neu. Das kannte ich auch nicht. Habe ich durch Zufall gefunden. Kalk. 100%. Da wir nicht viel drin haben, können wir jetzt mal dabei bleiben und gucken, wie es funktioniert. So, da kann er gleich loslegen. So, das sind knappe 5000. Machen wir wieder an auf Hilfe. Wir erkennen, was los ist. Eins. Neun. So. Jetzt kann man ja gut erkennen, dass er von Gelb ins Grünliche geht, also ins Optimale, ne? Viel Kalk braucht er ja nicht, aber wie gesagt, das Kalk, wie gesagt, das ist ja so, bei der Ernte können wir bei viel gewinnen, ne? Und mal schauen, ob das hier mal ganz kurz so ändern, dass wir das Beladenhof Beladenkalk abladen Feld Nummer 49 und Kalk. Ob das so gemacht werden muss, das weiß ich nicht, aber schaden kann es nicht, ne? Hier mal ganz kurz zeigen, wo wir gerade sind. Das ist aber ein reiner Zufall, dass die beiden Kurse zusammen sind. Ich weiß, Holger hat das ganz gerne eingefahren mit dem Drescher. Arbeitsbreite von 13 mehr noch was, die Hälfte. Und dadurch hat er das gleich geschafft, dass wir das halbwegs gerade gefahren wurde. Ne? Man kann es auch mit dem Traktor einfahren, das ist alles. Wenn man in Ruhe lenkt, ne, dann geht das. So. 5,26 Tonnen pro Hektar. Automatisch. Erhöhte P-Wert auf Optimalwert für Lehm 6,75. Müsst ihr mal überlegen, ob da was gibt für Sonnenblumen. Oder ob das nachher später. Was gibt es? Gras habe ich gesehen. Der ist ja gleich wieder leer. Und dann muss er eigentlich jetzt näher mit dem Kurs geradeaus weiterfahren zur nächsten Ausfahrt. Und dann zum Gehöft. Dann nehme ich euch noch mit. Bis dahin. Jetzt macht er das. Im Grunde, ja gut, das kann man machen, ne? Und weiß ich ja nicht genau, nach welchem Modus er geht, ne? Welchen Punkt er jetzt nehmen will, ne? Wie gesagt, ich wollte ja gucken, gibt ja noch Fahrzeuge zu kaufen, und zwar bei Großtraktoren, glaube ich. Und zwar K2. Die haben 409 PS und man kann es einstellen bis 435 und Reifenvariante wäre Zwillingsbereifung, Zwillingspflegebereifung und das ist eigentlich für einen Traktor von der Klasse für die Pflege eine sehr hohe Leistung. Ne? Da kann man was mit anfangen. Aber wir kaufen immer nicht, wir haben das Geld eh nicht. Und andere wüsste ich jetzt nicht. 1000 Vario hat der Pflegebereifung? Ich glaube eher nicht. Radgewichte ist klar. Breitreifen. Breitreifen, Zwillingsbereifung. Standard, ne, der hat keine. Und der kann bis zu 517 PS. Die werden sicherlich noch einige Traktoren brauchen, die Leistung haben. Da muss ich mal schauen, ob wir da nicht einige Traktoren dann verkaufen. Ne? Gerade wenn wir jetzt die Pflegebereifung kaufen,
weil der den anderen Mod, der braucht die ganz schön Ressourcen, ne? So, ich habe gesagt, das fahren wir noch mit, aber den Kurs hat er auch übermalt, ne? Also nutzt praktisch den Kurs von Autodrive. Hier am Marsch haben wir im Grunde mehr oder weniger schöne Straßen. Das einzige, was ein bisschen blöd ist, sind diese Rampen, weil einige Fahrzeuge mögen diese Rampen nicht mit Autodrive, die kommen da nicht hoch. Ich wüsste auch nicht, wie man das machen könnte, dass man da entsprechend ein bisschen weniger schräge fahren könnte, ne? Dass man im Grunde in der Mitte bis taucht, dass er hier hat er irgendwo. Ich muss mal ausmachen. Oh. Ja, dass wir kämpfen mit irgendwas. Weiß ich was. Das hat irgendwas war gewesen hier. Also mit 16 FPS. Das war schon zu merken. Ja, wir fahren Richtung Hof. Das ist der Kurs von Autodrive, ne? Aber nur abgeändert jetzt hier. Autodrive gibt es auch eine neue Version. 1107 RC1. Anscheinend gab es da wohl ein paar Fehler in der anderen Version, die entdeckt wurden. Und das wurde ja sehr schnell gefixt, ne? Also ich habe persönlich keine Fehler gemerkt. Aber ja, den fahren wir noch bis zum Kaltsteuer mit und dann ist für heute dann Feierabend für mich. Und morgen, ja, hochladen, bearbeiten. Das Bearbeiten geht neulich auch wieder schneller. Da gab es auch ein Update von vom Bearbeitungsprogramm. Und vielleicht lassen wir was einfallen, mit Schriftzug. Frohe Weihnachten oder so. Ja, so liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, einen schönen Restsonntag. Heute am Sonntag kommt die zweite Folge mit Karrierestart in Kettle und Cops. Hinweis in eigener Sache. Da geht es ja darum, dass viel mehr in Eigenregie gemacht wird. Also die Arbeit wird nicht so delegiert. Das heißt, solange wir genügend Zeit haben, machen wir die Arbeit alleine. Und später, wenn wir einen zweiten brauchen, können wir jemanden einstellen. Ne? Wie gesagt, anfangs habe ich genug Zeit und da kann ich viel allein machen. Viel umständlicher als umfangreicher als hier. Da gab es übrigens einen großen Update. Ist bei mir aber erst am Montag. Nee. Ersten Feiertag kommt eine neue Folge. Montag nach der Arbeit, nach dem Einkaufen, vielleicht auch Dienstag, mal sehen, wie ich Zeit habe und wie ich die Nacht zum Montag geschlafen habe. Das ist von mir ganz entscheidend, weil wenn ich da zu kurz schlafe, dann kann es sein, dass ich da sage, okay, den Tag machst nichts, dann gehst du rechtzeitig im Bett und dafür bist du am Dienstag dann fit. So, jetzt haben wir lange genug geredet. So, die Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Nochmal, ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Der Marsch. Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.